Guten Tag, vor den Bundestagswahlen habe ich alle im Bundestag vertretenen Parteien plus die Freien Wähler und die Partei Die Basis angeschrieben und sie um ein Interview gebeten. Die AfD hat sich gemeldet, die Freien Wähler und die Basis, die anderen nicht, auch die FDP nicht, merkwürdigerweise. Heute im Gespräch der Spitzenkandidat der Freien Wähler in Berlin, der Abgeordnete des Preußischen Landtags, des Berliner Abgeordnetenhauses, Marcel Lutte. Ich begrüße Sie, Herr Lutte. Hallo, Herr Reitschuster. Herr Lutte, viele werden sich sagen, naja, die Freien Wähler ist ja ganz interessant, aber sind diese Stimmen nicht verschenkt, weil sie ohnehin an der 5%-Hürde scheitern? Verschenkt ist, über den Begriff habe ich viel nachgedacht in den letzten Tagen und Wochen. Eine verschenkte Stimme ist es ja, wenn man nichts dafür bekommt. Und genau das hat man in den letzten Jahren bei vielen der bisher im Bundestag und auch im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien erlebt. Die Menschen haben ihre Stimme abgegeben und haben dafür nichts bekommen. Ihnen ist sogar was weggenommen worden. Das sind sogenannte verschenkte Stimmen. Eine Stimme, die man allerdings darin investiert, tatsächlich als souverän vertreten zu werden von jemandem, der seine Stimme erhebt in den Parlamenten, der kämpft für die Interessen der Bürger. Das ist keine verschenkte Stimme. Und was die Frage einer 5%-Hürde angeht, wenn Sie sich erinnern an die verschiedenen Parteien, die über die Jahre in die Parlamente eingezogen sind, dann war es meist so, dass es eine ganz große Überraschung nach oben gab. Ja, man hatte deutlich unterschätzt, weil es einfach durch die Institute nicht sauber messbar war, weil einfach die historischen Werte fehlten, deutlich unterschätzt, welches Potenzial da ist. Und wenn ich mir das anschaue, wir stehen in Berlin fürs Abgeordnetenhaus aktuell bei 3,5%, für den Deutschen Bundestag auch irgendwo zwischen 3 und 4 bereits in den offiziellen Messungen. Und ich halte das beides für realistische Werte, auch gegenwärtig bereits, die deutlich über 5 liegen. Aber trotzdem, das Risiko ist, dann nennen wir es nicht verschenkt, dass man seine Stimme einer Partei gibt, die danach nicht in der Volksvertretung vertreten ist. Ja, aber das wird meines Erachtens ganz, ganz, ganz eindeutig nicht passieren. Schauen Sie, Sie haben aktuell je nach Bundesland, ich sage mal, zwischen 30 und 40 Parteien, die sich um eine Vertretung im Deutschen Bundestag bemühen. Sie haben genau eine Partei, die bundesweit messbar ist, und das sind die Freien Wähler und niemand anderes. Und zwar jetzt konstant seit Monaten. Das heißt, von den nicht im Bundestag Vertretenen, meinen Sie? Genau, genau. Das heißt, die einzige Chance für all diejenigen, die sich jetzt auch für andere, kleinere Parteien interessieren, weil sie etwas verändern wollen in diesem Land, die einzige Chance, wirklich Veränderungen zu bewegen, sind die Freien Wähler, weil wir die Einzigen sind, die eine realistische Chance haben, einzuziehen von denen, die noch nicht dabei sind. Und ich glaube, dass viele, die im Moment noch sagen, Mensch, mein Herz gehört eigentlich diesem oder jenem Thema einer Kleinstpartei, eher ihre Stimme den Freien Wählern geben werden, weil sie wissen, dass wir wenigstens in der Lage sind, ich sage mal, eine neue Kraft, neues Denken, neue Energie in die Parlamente zu bringen. In wie vielen Bundesländern treten Sie an? Die Freien Wähler treten in allen Bundesländern an. Viele sagen ja, die Freien Wähler, da ist das inhaltliche Programm nicht klar, das ist ein bisschen wischiwaschi, man weiß nicht genau, wofür sie stehen. Wofür stehen die Freien Wähler? Die Freien Wähler stehen zunächst einmal für eine ideologiefreie, rationale Politik. Und das unterscheidet sich im Übrigen auch von allen anderen Parteien, die da gegenwärtig antreten. Es geht darum, das, was in den letzten Jahren immer mehr verächtlich gemacht wurde, Tatsachen, Fakten, Rationalität, logisches Denken, tatsächlich auch wieder in die Parlamente zu übertragen. Wir haben in den letzten Jahren mehr und mehr erlebt, dass Politik ideologisiert wird, dass es nicht darum geht, was tatsächlich funktioniert, was gut ist für dieses Land, was sinnvoll ist, sondern darum, wie man sich denn die Welt gerne bauen würde. Und genau da setzen wir gegen. Ich hatte das gestern Abend bei einer Veranstaltung mit Dr. Knabe von der Gedenkstätte Hohenschönhausen auch angesprochen. Da ging es um die Frage, wie wäre denn eigentlich unsere Politik, die Diskussion, die Debatte mittlerweile dem Stil der Deutschen Demokratischen Republik ähnelt. Und das war ganz interessant, wie er da durchaus Parallelen aufgezeigt hat. Eben halt das Klassenkämpferische in den Begriffen, und zwar von allen Parteien. Das Verächtlichmachen von Tatsachen. Ja, die Behauptung, jemand, der diese oder jene Tatsache anspräche, würde damit eine bestimmte Ideologie verbinden. Das ist alles nicht der Fall. Wir müssen einfach mal wieder dahin zurückkommen, rational zu argumentieren und einander zuzuhören. Und dafür stehen wir. Gehen Sie da nicht zu weit, wenn Sie die heutige Bundesrepublik mit einer Diktatur vergleichen bzw. in einem Atemzug nennen? Also in einem Atemzug nennen kann man in einem Land, in dem Redefreiheit herrscht, erstmal alles.
Sie haben gleichzeitig auch im Übrigen immer die Möglichkeit, das hat mich auch vor Jahren schon in Parlamenten geärgert, in den Debatten, wenn es heißt, Mensch, der hat das und das verglichen. Also vergleichen können Sie grundsätzlich alles. Und dann können Sie feststellen, was ähnlich ist, was möglicherweise gleich ist und was sich eben halt in welchen Punkten unterscheidet. Nur nochmal, was den Punkt angeht. Wir erleben gegenwärtig in unserer Debatte innerhalb sowohl der Parlamente als auch außerhalb in der Gesellschaft immer mehr die Situation, dass Leute sagen, Mensch, dieses oder jenes kann ich dir sagen, aber offiziell, also im größeren Kreis, würde ich das nicht sagen. Sie erleben sogar, dass Menschen sagen, Mensch, mein Kind kann dieses oder jenes, also was er da zu Hause hört, sollte er besser nicht woanders in der Schule erzählen. Das sind Situationen, das sind Lebensumstände, die einer Demokratie, ja, im Sinne des eigentlichen Wortes, der Herrschaft des Demos, des Volkes, schlichtweg unwürdig sind. So was haben Sie im Sozialismus, in dem es darum geht, dass eine kleine Herrschaftsklicke sich ausdenkt, was gut ist für die Menschen in diesem Land und sie in diesem Sinne umerziehen will. In einer Demokratie gehört das nicht. Und wir haben gegenwärtig Elemente, die nicht in eine reine Demokratie gehören, die wir dringend wieder abschaffen müssen. Wir brauchen eine offene, klare Debatte. Reicht es dann nicht, wenn man dafür ist, dass man die FDP wählt, bei der Sie ja bis vor einem Jahr Mitglied waren? Ich bin ja nicht ohne Grund aus der FDP, der sogenannten Freien Demokratischen Partei, die den Begriff liberal aus ihrem Parteilogo gestrichen hat, ausgetreten, weil sie eben halt genau keine Partei mehr ist, die das alles bietet. Und wer jetzt im Übrigen glaubt, dass die Versprechungen, die Christian Lindner zum wiederholten Male macht, in irgendeiner Weise in Substanz umgesetzt würden, der muss sich einfach damit beschäftigen, wie viele leere Versprechungen die eine oder andere Partei in der Vergangenheit bereits gemacht hat. Und wenn es heißt, wir werden diese oder jene Initiative erheben, wenn wir denn wieder in den Deutschen Bundestag gewählt werden, die Kernfrage ist doch, warum habt ihr das denn bisher nicht gemacht? Das gilt aber nicht nur für die FDP. Schauen Sie sich doch die Plakate an, schauen Sie sich doch die Positionen an. Es ist doch geradezu lächerlich, wenn Politiker insbesondere der CDU und der SPD jetzt Versprechungen machen, Forderungen erheben, was den Deutschen Bundestag angeht. Ja, die regieren. Genauso wie eben halt Rot-Rot-Grün in Berlin alle möglichen dollen Versprechungen macht. Ja. Der Innensenator Andreas Geisel, ja, ehemaliger SED-Mann, spricht gemeinsam mit Frau Giffey davon, dass ganz sicher Berlin mit einem hübschen kleinen Herzchen, dass diese Stadt ja so sicher sei. Wir haben die höchste Zahl an Opferdelikten, ja, von Gewaltopfern und Sexualopfern im Jahr 2020 gehabt, historischer Höchstwert. Da spricht man dann von ganz sicher und zukünftig wolle man das ja sicher machen. Warum hat man es denn die letzten 5 oder die SPD regiert letztlich seit 1989 mit in Berlin, warum hat man es denn die letzten 30 Jahre nicht gemacht? Wer soll diesen Leuten denn noch glauben? In Berlin kriegt man ja nicht mehr einen Termin im Bürgeramt. Ich war in einer ausländischen Botschaft der Bundesrepublik. Da sagten die Botschaftsmitarbeiter, dass verzweifelte Berliner sich an ausländische Botschaften inzwischen schon wenden und betteln darum, dass sie dort einen Pass kriegen, was die für die nicht machen dürfen. Warum ist das in Berlin kein Thema? Warum lassen sich die Menschen das bieten? Das ist für mich ein Rätsel. Also wenn ich so behandelt werde von einer Regierung, wäre für mich die normale Reaktion, abwählen. Das ist genauso, wie wenn ich im Restaurant ganz schlecht bedient werde, dann wähle ich dieses Restaurant nicht mehr. Warum ist den Umfragen zufolge in Berlin eine Mehrheit bereit, so eine Herangehensweise zu akzeptieren? Ich glaube, weil vor allem objektive Informationen fehlen in ganz, ganz vielen Bereichen. Ich habe das ja in den letzten 5 Jahren versucht, mit meinen parlamentarischen Anfragen ein bisschen zu ändern. Und ich sag mal, die wahrgenommene Ebene, die Gefühlsebene, die viele Leute haben, dieses oder jenes funktioniert nicht in der Stadt, tatsächlich auch zu übertragen auf Tatsachen. Und wenn Sie sich anschauen, was eben halt von staatlicher Seite an allen möglichen Stellen verbreitet wird, ja, oder auch von quasi staatlicher Seite mit entsprechender Unterstützung der Regierungsparteien, zum Beispiel die Initiative Wir haben Platz. Und gleichzeitig, ja, wenn Sie auf die Plakate in der Stadt schauen, Sie feststellen müssen, dass der Wohnungsmangel, der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ein Riesenproblem in dieser Stadt ist, dann sind das letztlich alles Widersprüche, die aufgebaut werden und für die anscheinend jedenfalls keine Auflösung geboten wird. Ja, Sie können nicht einerseits sagen, wir haben Platz, wir nehmen alle möglichen Leute auf und andererseits, Mensch, wir haben zu wenig Wohnraum. Und das ist eben halt nicht nur eine Frage des Angebots an Wohnraum im Sinne von, man muss die ganze Stadt zupflastern mit Wohnungen, sondern eben halt auch der künstlich gesteuerten Nachfrage. Und wenn Sie zum Beispiel eben sagen, Mensch, wir haben ganz viel Platz, wir können nochmal 10, 20, 30, 40, 50.000 weitere Menschen aus aller Welt aufnehmen,
dann muss man natürlich auch das quasi einpreisen bei dieser Problematik. Und das sind Widersprüche, ich sage nochmal, die den Menschen eben halt den Eindruck vermitteln. Einerseits, ja, wir haben doch Platz, haben die doch gesagt. Und auf der anderen Seite hat man den ja in Wirklichkeit gar nicht. Und was man braucht, das sind objektive Informationen. Wer wohnt zum Beispiel eigentlich wo? Wie viel Platz hat man? Wo muss man bauen? Wo muss man womöglicherweise eben halt in anderen Bereichen zum Beispiel umgestalten? Es fehlt die objektive Information über all diese Tatsachen. Oder eben halt, ich sprach es ja gerade an, ganz sicher Berlin, das hübsche bunte bzw. rote Herzchen von Frau Doktor, von Frau Giffey, die entsprechend überall suggeriert, Berlin sei sicher geworden. Oder auch nehmen wir die CDU, die spricht vom Sicherheitsgefühl. Man müsste das Sicherheitsgefühl der Menschen verbessern. Es ist nicht das Gefühl, es sind objektive Tatsachen. Ja, die Tatsache, dass wir den Rekord an Gewalt und Sexualdelikten hatten, ist nicht ein Gefühl, das bei den Menschen falsch ist. Du empfindest falsch. Nein, es ist objektiv so. Und der Staat informiert darüber nicht ordentlich. Jetzt nehmen wir mal an, gehen wir mal auf die Bundesebene. Sie werden bei den Bundestagswahlen gewählt und die Konstellation ist so, dass Sie an einer Regierung beteiligt sein könnten. Was wären Ihre drei wichtigsten Punkte? Der wichtigste, der zentrale Kernpunkt meines Erachtens ist, und das müssen Sie über alle Politikfelder drüber legen, ist eben halt die Rationalität der Maßnahmen. Nehmen wir zum Beispiel die sogenannte Energiewende. Wenn Sie sich dort anschauen, wie mit einem großen Wurf das Thema Photovoltaik und Windenergie propagiert wird. Wie es heißt, Mensch, wir müssen möglichst alles, Kernenergie, fossile Brennstoffe, also insbesondere eben halt Braunkohle ja mittlerweile in Deutschland, man muss das alles abschaffen und ersetzen durch sogenannte regenerative Energien, die ja nicht regenerativ sind im eigentlichen Sinne, aber das lassen wir mal weg, dann ist das erstmal großer Blödsinn und nichts anderes. Wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, wir haben gegenwärtig in Berlin einen Auslastungsgrad, also im Sinne von Volllaststunden bei der Solarenergie von etwa 9%. Das heißt, ja, 9% der Stunden im Jahr produziert so eine Solarzelle tatsächlich das, was sie an Energie produzieren soll. Den Rest der Zeit, zum Beispiel auch schlichtweg nachts, steht sie natürlich nicht zur Verfügung. Wo soll denn da der Strom herkommen? Wo soll denn da, wenn Sie tatsächlich sagen, Mensch, wir wollen das alles umbauen auf Photovoltaik und Windenergie, wo soll denn da die Netzlast herkommen? Und das ist ein typischer Ansatz, bei dem die Freien Wähler eben sagen, vollkommen irrationaler Unfug. Sie müssen natürlich das Netz stabil halten. Ja, die Folgen im Übrigen größerer Netzschwankungen sind gar nicht absehbar. Die wären fatal, weil sie zum Zusammenbruch des Netzes führen können, früher oder später. Und dementsprechend brauchen wir andere Lösungen. Eine Lösung ist zum Beispiel eben halt an dieser Stelle hinzugehen und mit der Energie, die Sie tatsächlich ja über Photovoltaik und Windenergie gewinnen können, Wasser zu spalten in Wasserstoff, Sauerstoff und diesen Wasserstoff eben, also damit haben Sie quasi ja im Wasserstoff schon die gespeicherte Energie, den können Sie eben halt lagern, den können Sie transportieren, den können Sie von A nach B transportieren und können ihn eben halt auch verwenden, um zum Beispiel wasserstoffbetriebene Kraftwerke zu betreiben. Und die haben eben natürlich eine konstante Last, weil sie ja, die Menge an gespeicherter Energie da abgeben können, wo sie es brauchen. Ein Beispiel eben halt für rationale Politik. Ein anderes Thema, die Verkehrspolitik. Wir haben, da muss ich unmittelbar auf meine Heimatstadt Berlin nochmal kommen. Wir haben in Berlin drei der fünf längsten Staustrecken in Deutschland. Die sind allesamt hausgemacht. Die sind hausgemacht, weil sie feststellen müssen, dass da, wo früher mal drei Spuren waren, zunächst zwei draus wurden, weil sie eine Busspur dahin gemacht haben. Jetzt hat man noch eine weitere Spur weggemacht. Da fährt jetzt gelegentlich alle 10 Minuten mal ein Fahrradfahrer entgegen. Und so haben sie den Verkehr, der früher auf drei Spuren war, jetzt auf eine Spur gepackt. Oh Wunder, es entsteht ein Stau. Dieser Stau führt im Schnitt dazu, dass der Berliner etwa 40 Minuten täglich an Lebenszeit dadurch verliert, dass er im Stau steht. Wenn Sie das wiederum übertragen, nicht, wir sind gar nicht bei der Frage jetzt unmittelbar von Verkehrs- oder Umweltpolitik, sondern von volkswirtschaftlicher Leistung, heißt das, es fällt von so einem normalen Arbeitstag ungefähr 10, 12, naja 15%, wenn Sie alles einrechnen, an Arbeitsleistung weg. Und jetzt kommen wir zum Fachkräftemangel. Uns fehlen doch Fachkräfte in allen Bereichen, Pflegepersonal, Handwerker. Wenn diese Menschen nicht mehr im Stau stehen würden und 15% mehr Zeit hätten, hätten sie also quasi damit 15% mehr Personal, das uns zur Verfügung steht. Und nebenbei erwirtschaften die in der Zeit, ja, Volkswirtschaft ist offensichtlich auch heutzutage in Vergessenheit geraten, erwirtschaften sie einen volkswirtschaftlichen Mehrwert in der Zeit. Auf den zahlen sie auch wieder Steuern. Sie sorgen dafür, dass Wohlstand wächst.
statt eben jetzt sinnlos ideologisch geprägt im Stau zu stehen. Das sind zwei Themen. Und ein drittes, nehmen wir nochmal wieder das Rationale, aus meinem Kernfeld der inneren Sicherheit, die sogenannte Videoaufzeichnung oder Videoaufklärung, habe ich jetzt kürzlich auch von einem CDU-Kollegen gehört, sei das. Sie haben im Bereich der Berliner Verkehrsbetriebe zum Beispiel aktuell 19.000 Kameras, die rund um die Uhr laufen, die mittlerweile auch in der Lage sind, Ton aufzuzeichnen. Würde man natürlich nie machen, wäre ein Belauschen der Bevölkerung. Das macht doch keiner. Nein, aber technisch ist es jedenfalls möglich. Und diese 19.000 Kameras haben dazu geführt, dass man ungefähr 700 Tatverdächtige ausfindig machen konnte. Wir reden übrigens nicht von den Tatverdächtigen in der Regel von schweren und schwersten Delikten, gerade auch den Vergewaltigungen, die wir auch im Bereich der öffentlichen Verkehrsbetriebe haben, sondern wir reden eben halt von Graffiti-Sprayern und sonstigem. Aber immerhin, so, 19.000 Kameras, 700 Tatverdächtige. Das in einem sagen, Jahr oder in welchem Zeitraum? In einem Jahr, genau. Das hat ja was gebracht. Ja, natürlich hat es was gebracht. Aber rational wäre es ja zu betrachten, ist das Geld an der Stelle wirklich sinnvoll investiert? Wären nicht andere Maßnahmen sinnvoller? Und wenn Sie sich jetzt anschauen, dass diese 19.000 Kameras uns im Jahr etwa 12 Millionen Euro kosten, an Unterhalt, Anschaffung, also entsprechende Abschreibung und so weiter und so fort, dann sind das ungefähr 2 Polizeihundertschaften. Die können wir davon alternativ bezahlen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass 2 vollständige Polizeihundertschaften im Bereich der Berliner Verkehrsbetriebe unterwegs wären, das ganze Jahr durch. Meinen Sie nicht, die schaffen es etwas mehr als 600 Tatverdächtige ausfindig zu machen? 200 Polizeibeamte, ein ganzes Jahr? Die müssen also alle 4 Monate muss ein Beamter einen Tatverdächtigen finden. Ich glaube, die sind da effizienter. Und es kommt ja noch was weiteres hinzu. Prävention. Die Kamera kommt nicht hinunter, die hilft Ihnen nicht, die schreitet nicht ein, sondern die zeichnet ganz kalt und emotionslos auf, was Ihnen passiert. Das war's. Der Polizeibeamte, den ich an der Stelle haben will, den wir Freie Wähler da haben wollen, der kann jederzeit um die Ecke kommen. Damit muss der Täter jederzeit rechnen. Und das ist tatsächlich eine abschreckende Wirkung. Das ist präventiv, das ist wirksam. Also wenn ich die 3 Punkte jetzt richtig zusammenfasse, eine Wende in der Energiewende, Verkehrspolitik autofreundlicher und drittens in der inneren Sicherheit mehr auf Personen setzen. Wie stehen Sie bei Corona zum Thema Impfen, generell zur Corona-Politik? Da ist ja Ihr Vorsitzender ziemlich exponiert, der Herr Aiwanger, und Sie ja auch. Ja, also grundsätzlich sind wir erstmal der Auffassung, dass man in der Lage sein muss, wenn man schon in Grundrechte eingreift, das auch kohärent zu erklären. Das ist, wir haben ja ganz am Anfang auch schon darüber kommuniziert, vor mittlerweile, was sind es, 15 Monaten. Diese kohärente Kommunikation der Regierung, die sich erklären muss gegenüber dem Souverän, die gibt es eben halt leider bis zum heutigen Tage nicht, bekanntermaßen. Ja, wir haben immer wieder auf unterschiedlichsten Ebenen nachgefragt und wollten tatsachenbasierte Entscheidungen treffen. Das ist nach wie vor nicht der Fall. Gleichzeitig haben sie aber, und da bin ich wieder bei dem vorhin angesprochenen, immer mehr eine Ideologisierung, auch hier. Ja, es spricht ja zum Beispiel, da sind wir wieder bei der FDP, sprechen ja auch namhafte FDP-Politiker davon, dass Menschen, die sich nicht impfen lassen, Sozialschädlinge seien. Ja, das sind Begrifflichkeiten, die finden sie in totalitären Regimen. Die finden aber mittlerweile eben halt auch Eingang in die Debatten in Deutschland. Und das finde ich, also, naja, zumindest hochgradig besorgniserregend. Wenn wir uns also konkret Maßnahmen anschauen, dann müssen wir feststellen, immer wieder, dass es nötig ist, sowohl den intendierten Nutzen als auch den möglichen Schaden gegeneinander abzuwägen. Und auch das hatte ich ja in verschiedenen Debatten angesprochen. Wenn Sie sich anschauen, dass kurative Operationen, präventive Maßnahmen, auch Dialysen etc. pp. Verschoben wurden, teilweise eben, ich hatte das auch Seite seiner Zeit gelesen, teilweise also Menschen verstorben sind, weil die Operationen immer weiter geschoben wurden, die kleine Mathilda in Italien zum Beispiel, dann muss das alles eingepreist werden. Und ich halte die Reaktionen, die Verordnungslage, vor allem, weil eben halt in der Regel gerade auch der Berliner Senat, aber auch die restlichen Landesregierungen nicht in der Lage sind, saubere Begründungen zu liefern, halte ich für allesamt nicht verhältnismäßig. Wir müssen hinkommen zu einer rationalen, begründbaren Politik, die sich anschaut, wer tatsächlich individuell gefährdet ist. Und diese Person, die jeweils gefährdet ist, muss geschützt werden, wenn sie denn geschützt werden will.
Es geht den Staat nun mal nichts an, was ich persönlich mit meiner individuellen Gesundheit mache. Da bin ich beim Kollegen Aiwanger, der sagt, ob ich mich jetzt impfen lasse oder nicht. Erstens geht sie das nichts an und zweitens ist es eben halt auch grundsätzlich meine Entscheidung. Denn es handelt sich um meinen Körper und nicht um irgendetwas, über das ein Staat Verfügungsgewalt hat. Wenn wir in diese Debatte alleine kämen, dass es den Staat irgendetwas angeht, wenn wir diese Büchse der Pandora aufmachen, ja, dann werden Sie demnächst auch ganz klare Vorschriften bekommen, was Sie essen dürfen, wie lange Sie in die Sonne gehen dürfen, mit welchem Verkehrsmittel Sie sich zu bewegen haben und vielleicht dann auch nochmal irgendwann, wann der Strom abgestellt wird, damit Sie jetzt alle schön schlafen gehen, weil das ja besser für Sie ist. Das wollen Sie. Sind wir da aber nicht schon mittendrin, weil es wird ja massiver Druck ausgeübt auf alle, die sich nicht impfen lassen und Kritiker sprechen da ja sogar von Erpressung. Also wenn elementare Freiheitsrechte oder Rechte der Teilnahme am sozialen Leben davon abhängig gemacht werden, ob man sich nun impfen lässt oder nicht. Ja, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Und da muss man sich jetzt noch einmal fragen, ob es richtig ist, ein Weiter-so zu veranstalten und seine Stimme zu schenken an die bisher im Bundestag vertretenen Parteien. Denn von denen habe ich in diesen Fragen nichts gehört. Vom Kollegen Aiwanger oder auch von mir hat man durchaus in dieser Sache gehört. Sind da die Freien Wähler homogen? Ist es da so, dass das tatsächlich ihre Meinung generell ist? Oder ist es da auch wieder so durchwachsen, dass dann zum Beispiel die niedersächsischen Freien Wähler hier eine ganz andere Meinung haben? Was bekommt der Wähler da genau geliefert, wenn er bestellt bei Ihnen? Die Freien Wähler sind, und zwar auch da als einzige der größeren Parteien, sind ja immerhin auch die achtgrößte Partei Deutschlands, auch von den Mandaten her, eben nicht von einem Top-Down-Ansatz geprägt, so wie zum Beispiel die CDU, bei der die Kanzlerin befiehlt, ja auch, dass Wahlen rückgängig gemacht werden müssen und das dann passiert, sondern wir haben grundsätzlich einen Bottom-Up-Ansatz. Und wenn Sie in Artikel 38 des Grundgesetzes oder auch 38 der Landesverfassung schauen, dann ist es nun mal so, dass Abgeordnete frei sind in ihrer Entscheidung. Sie sind nur ihrem Gewissen verantwortlich. Und insofern wird Ihnen niemand jemals seriös sagen können, vorausgesetzt jedenfalls er ist Demokrat, wie irgendwelche Entscheidungen ganz konkret aussehen werden bei einer Partei, wenn sie denn dann mit einer Fraktion in einem Parlament gewählt wird. Denn das ist Sache der freien Abgeordneten, die ihrem Gewissen verantwortlich sind. Theoretisch, aber bei der CDU oder der SPD wird es ja anders gehandhabt. Genau, aber genau das, also da sehen wir ja, wie fatal auch das ist. Ja, ich meine, die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben sich ja auch bei dieser Regelung etwas gedacht. Und deswegen muss das freie Mandat auch gelebt werden. Ja, ich habe so viele Kollegen auch in der parlamentarischen Gesellschaft erlebt, die sagen, Mensch, naja, eigentlich bin ich ja dieser oder jener Meinung. Aber habe ich jetzt mal anders abgestimmt. Das ist nicht der Verfassungsauftrag, das ist nicht der Auftrag des Grundgesetzes und das ist nicht der Auftrag, den wir und die Verantwortung, die wir gegenüber dem Souverän haben. Und ich sage nochmal, in dieser gesamten Corona-Thematik haben sich führende Vertreter der Freien Wähler, die jetzt auch für den Deutschen Bundestag kandidieren, sehr deutlich geäußert. Und wenn natürlich irgendwo jemand dabei ist, der ebenfalls in den Deutschen Bundestag gewählt würde von uns, der jetzt anderer Meinung ist, dann kann man sich das ja auch auf seiner jeweiligen Seite in seiner Präsenz oder sonst irgendwo anschauen und weiß auch da, womit man zu rechnen hat. Und das ist Kern einer Demokratie. Nur ich kann Ihnen eines sagen, ganz weit überwiegend sehen wir Freie Wähler diese Eingriffe ausgesprochen kritisch. Also diese Tendenz ist da, es ist nicht ein reines Überraschungsei, wenn man jetzt die Freien Wähler wählt, wie die dazu stehen. Also in der überwiegenden Mehrheit ist man Corona-Maßnahmen kritisch, dass ich es noch richtig ausgesprochen bekomme. So kann man es durchaus formulieren. Also ich meine, wie gesagt, schauen Sie sich das doch an, schauen Sie sich an, was Hubert Aiwanger oder auch ich an, in Anführungszeichen, Prügel bezogen haben vom politischen Gegner, dafür, dass wir da stehen und eben halt nicht umfallen. Aber genau darum geht es. Und ich sag mal, wir haben im Gegensatz zu den im Bundestag vertretenen Parteien, die ja auch regelmäßig wie ein Lämmerschwanz hin und her wackeln bei diesen gesamten Corona-Maßnahmen. Ja, sagen wir, das ist ja wirklich, also misslich, aber wir stimmen mal zu. Oder zumindest stimmen wir nicht dagegen. Oder wir klagen auch nicht vom Bundesverfassungsgericht. Nein, wir tragen das alles mit. Ach so, und kurz vor der Wahl haben wir jetzt entdeckt, dass es ja vielleicht dann doch nach irgendeiner Umfrage ganz gut wäre, wenn wir uns mal kritisch äußern und dann schicken wir den Kollegen Kubicki oder nehmen Sie irgendeine andere Partei vor, der da als Feigenblatt agieren soll. Das gibt es bei uns nicht.
Ich habe gelesen, ich habe es leider noch nicht verifizieren können, dass der Herr Kubicki, der ja immer nach außen hin als der große Kritiker der Maßnahmen auftritt, sich bei der Abstimmung zumindest nicht dagegen gestimmt hat, also entweder nicht da war oder sich enthalten hat. Wenn das so ist, ich müsste es verifizieren, wäre das eher was Typisches für die FDP oder wäre das ein Ausrutscher? Ach, wissen Sie, ich habe ja immer versucht zu vermeiden, mich über meine ehemalige Partei großartig zu äußern. Aber lassen Sie doch einfach die Geschichtsbücher für sich sprechen. Sie haben, und das ist Kern übrigens einer Demokratie, dass Sie vor der Wahl wissen, was Sie hinterher in unterschiedlichster Form bekommen. Ich hatte gerade gesagt, bei uns bekommen Sie Artikel 38 des Grundgesetzes. Ja? Abgeordnete, die ihrem Gewissen verantwortlich sind und die auch ein Gewissen haben und das nutzen für ihre Entscheidungen. Bei anderen Parteien haben Sie eben in der Vergangenheit schon erlebt, dass Sie in die eine Richtung blinken und dann in die andere abbiegen. Und genau das ist im Übrigen auch meine Befürchtung im Moment in verschiedensten Konstellationen. Wer verhindern möchte, dass die Grünen irgendwo an einer Regierung in diesem Land teilnehmen, der sollte niemanden wählen, der nicht eine Zusammenarbeit mit den Grünen konsequent ausschließt. Das schließen Sie aus? Ich für Berlin kann das absolut ausschließen. Und im Bundestag? Da bin ich schlichtweg nicht sprechfähig, da sind wir wieder bei Artikel 38, aber schauen Sie sich doch alleine die Konstellation in Bayern an. Die CSU als Koalitionspartner, der sehr zu leiden hat unter der entschlossenen Position der Freien Wähler auf der einen Seite und eine im Prinzip ja, was auch gerade Corona-Maßnahmen angeht, noch übereifrige Grünen-Opposition im Bayerischen Landtag, ja, die auch die Freien Wähler für ihre klare Haltung angreift und kritisiert. Ich sehe da keinerlei Gemeinsamkeiten. Da könnte man nun aber entgegenhalten, dass die Freien Wähler und auch Herr Aiwanger zwar eine Corona-Maßnahmenkritische Haltung haben, dass sie aber auch als Regierungsteilnehmer nicht verhindern konnten, dass Bayern mit den schärfsten Kurs hat. Sind Sie da ein bisschen zahnlos, Ihre Parteifreunde in Bayern? Oder warum ist Bayern mit das strengste Bundesland, obwohl die Freien Wähler, die ja Corona-Maßnahmenkritisch sind, mitregieren? Weil die Freien Wähler durchaus in vielen Punkten intern widersprochen und gedämpft haben. Und weil die Alternative gewesen wäre an der Stelle, und das muss man sich immer vor Augen führen, dass, und Herr Söder hat ja oft genug in die Richtung geblinkt, dass man viel mehr als CSU zukünftig mit den Grünen zusammenarbeitet. Und was sie dann bekommen hätten, das kann jeder in den Debatten im Bayerischen Landtag nachvollziehen. Das wäre dann in der Tat eine völlige hysterische Hygienemaßnahmenveranstaltung geworden, die überhaupt nichts mehr mit Rationalität zu tun hat. Das bisschen Rationale, auch im Übrigen, was jetzt bestimmte Öffnungen, Lockerungen etc. pp. Angeht, das haben Sie ja auch öffentlich gesehen, an den Angriffen von Herrn Söder gegen Herrn Aiwanger, das kommt alles von den Freien Wählern. Und das hätte es mit Grünen mit Sicherheit nicht gegeben. Jetzt sind wir schon am Ende der Zeit. Wir konnten nicht alle Themen ansprechen. Ich denke, auf Ihrer Internetseite, auf der Seite der Freien Wähler, kann man sich informieren über das Programm und über die einzelnen Punkte. Gehe ich richtig in dieser Annahme? Vollkommen richtig. Sie haben einerseits die Präsenz im Bund und Sie haben andererseits, wir haben ja parallel auch Landtagswahl in Berlin, Sie haben auch auf unserer Seite Wähler wählen, die entsprechende Möglichkeit, sich das Programm für Berlin anzuschauen. Und für den Bund haben Sie eben halt die Seite des Bundesverbandes. Und das empfehle ich nur allen. Ich weiß, es ist schwierig, es ist mühsam, aber als Demokrat muss man auch ein bisschen arbeiten für die Demokratie. Und darum bitte informieren Sie sich, bitte schauen Sie sich bei den Parteien, die für Sie in Frage kommen, die Parteiprogramme an, zumindest ansatzweise. Und denken Sie daran, wenn Sie nicht wählen gehen, dann ist das eigentlich immer eine Stimme für diejenigen, die ohnehin in der Mehrheit sind. Dessen sollte man sich bewusst sein. Ich glaube, da haben viele einen Irrglauben. Also wer sich beschwert, wer etwas ändern möchte, der wird unglaubwürdig, wenn er dann nicht wählen geht, egal für wen er stimmt. Vielen Dank, Herr Luthe, für dieses Gespräch. Vielen Dank Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie wieder dabei waren. Abonnieren Sie, schauen Sie rein. Alles Gute, auf Wiedersehen. Reitschuster.de